2 Jahren den Antrag auf Errichtung eines Schrödinger-Instituts von russischer Seite bekamen, hatten wir eigentlich kaum gewagt zu glauben, dass wir zum jetzigen Augenblick wirklich in der Situation sein werden, dieses Institut zu eröffnen. Und dass dies gelungen ist, verdankt man einigen günstigen Umständen, vor allem natürlich das Wohlwollen, dass Sie, Herr Bundesminister und Sektionschef und viele Gremien, denen der Vorschlag unterbreitet wurde, dass das wohlgesinnt war. Das ist natürlich eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung, sondern wir haben auch sehr profitiert von dem persönlichen Engagement, dem selbstlosen und idealistischen Engagement von vielen Leuten. Und ich will vielleicht kurz auf die Geschichte eingehen, diese Leute zu erwähnen. Wie gesagt, es wurde von dem russischen Mathematiker Vinogradov
vorgeschlagen, ein Institut, ein interdisziplinäres Institut in Wien zu errichten. Das sollte nach dem österreichischen Physiker Erwin Schrödinger benannt sein. Und dies schien uns natürlich ein Vorschlag, der ganz in unserer Linie war und insbesondere für das, kann man sagen, Universalchemie. Erwin Schrödinger ist sicher ein adäquater Name dafür. Es ist daher für mich auch eine besondere Freude, die Tochter von Erwin Schrödinger, Frau Ruth-Baum, zu dem Mann hier heute bei uns begrüßen zu können. Nun, es wurde dann eine Möglichkeitsstudie ausgeführt von Professor Micha und Frau Professor Nahnhofer und von mir, wo wir also sehr viel profitiert haben von den verschiedenen internationalen Kollegen, die uns also geholfen, unsere Ideen zu platzieren. Und glücklicherweise sind diese Ideen auch auf einen fruchtbaren Boden gefallen und das Ministerium hat tatsächlich diese Ideen aufgenommen. Damit war es, und zwar will ich hier vielleicht besonders Herrn Dr. Reiter aus dem Ministerium, dessen Aktivität und wirklich fast heroischer Einsatz dafür uns immer geholfen hat und auch bei den verschiedenen Ups and Downs von dem Institut die Leute Stange gehalten hat. Nun aber auch, dann war noch die Frage mit der Unterbringung und es gab die verschiedensten Möglichkeiten. Viele haben sich nicht realisiert, wie etwa eine Möglichkeit, das in Luxemburg bei der JASA anzusiedeln. Wobei ich gleich hier den Direktor Janosch, ich sehe ihn im Augenblick nicht, von der JASA herzlich danken möchte, weil sie uns immer sehr geholfen haben und uns auch über unsere Schwierigkeiten klar waren und auch jetzt noch administrative Hilfe gewähren. Aber durch einen glücklichen Zufall haben wir dann dieses Gebäude hier gefunden, das insofern auch historisch von Interesse ist, weil es eben das Gebäude ist, in dem Schrödinger seine letzten Jahre zugebracht hat. Und das hat sich alles also relativ schnell realisiert. Hier möchte ich besonders unserem Administrator, Herrn Dr. Springnagel, danken, der also mit einem kolossalen Einsatz es so gemacht hat, dass wir also heute hier diese Räume hier eröffnen können. Das ist vielleicht auch von finanzieller Seite, muss ich also erst einmal mich bedanken beim Ministerium für die finanzielle Unterstützung des Vereins, die zwar nicht genau unserem ursprünglichen Plan entsprochen hat, aber das ist angesichts der jetzigen Budgetlage wohl verständlich, aber immerhin genützt hat, um einen gewissen Start zu geben. Auch sei dankenswerterweise erwähnt, dass wir auch andere Subventionen bekommen, sogar auch von Oststaaten, von der slowakischen und der tschechischen Akademie und von der rumänischen Akademie. Wenn auch gleich diese Beiträge im Augenblick mehr symbolischer Natur sind, ist es doch für uns immerhin, sagen wir, eine Ermutigung, dass auch von der anderen Seite dies anerkannt wird. Und sehr dankenswert ist auch die italienische Aktivität, die ihre Wissenschaftler finanziert, die hier im Institut arbeiten. Nun, so viel also zu dieser mehr finanziellen Seite. Aber so ein Institut lebt ja nicht allein vom Brot, sondern von dem Geist, der drinnen herrscht. Und hier waren wir glücklich, dass durch Aktivitäten verschiedener Leute hier bereits ein hoffnungsvoller Ansatz gesetzt wurde. Es war im vorigen Jahr ein großes Workshop an den Interfaces between Physics and Mathematics, organisiert von Frau Professor Nahnhofer, das das große Panorama der Aktivitäten sozusagen gezeichnet hat. In diesem Jahr hatten wir noch einen Workshop, eine Konferenz im September über Radon, die Radon-Transformation. Ich habe eine Freude, die Tochter von Radon, Professor Bukovic, hier zu sehen. Es hat sozusagen für uns gezeigt, dass eine abstrakte
mathematische Formel, wie etwa eben diese Inversionsformel der Radon-Transformation, dann einen konkreten, eine für die Menschheit wichtige Anwendung hat, denn das ist eigentlich die Grundlage der Computertomographie und nur aufgrund dessen funktioniert die Computertomographie, der viele Leute, mich eingeschlossen, das Leben verdanken. Und dieses Jahr hatten wir eine Konferenz in zweidimensionale Quantenfeldtheorie, ein Gebiet, das also wirklich an der Grenze zwischen Mathematik und Physik ist, das ja hineinpasst, organisiert von Professor Rosse. Und außerdem sind schon zahlreiche mathematische Physiker und Mathematiker jetzt hier an dem Institut schon tätig. Wir hatten ja schon einen gewissen Platz seit Jänner und seit dieser Zeit sind also schon 15 wissenschaftliche Arbeiten aus dem Institut erschienen. Professor Michael wird sie dann vorzeigen. Nun, so viel zu den Aktivitäten. Perhaps now to emphasize the international aspect, I will now continue in English. Perhaps as a compromise, I will keep my Viennese accent. Of course, as an international institute, we depend very much on the international community. And we were very fortunate to have such a positive response. And in fact, the leading scientists in this field have volunteered to serve in an international advisory committee of this institute. And I think this is a very important element to guarantee the scientific viability of such an institute, so to make sure that it is not subject to any local political, science political pressure, but really it has the highest scientific level on an international scale. So we are fortunate that for among the mathematicians there are two holders of the Field Medals, and a lot of the Nobel Prize for Mathematics, and they have very importantly contributed to the shaping of our program. So this much for how things look from the Austrian side. I will now ask the Italian and the Bulgarian member of this international advisory committee to say a few words just so as to see how this institute looks from the outside, not from the inside. So maybe ask first Professor Marmo from Naples to say a few words on that. I'm very pleased to be here at this opening of the Erwin Schrödinger International Institute. And as an Italian member of the advisory committee, I would like to say that this idea and the establishment of the institute is really a unique situation that has been established with respect to what already happens in Europe. I mean, there are a lot of other institutions, but this one is the only one which has somehow mathematics and physics together. And I think this is a very important and very interesting aspect that should be emphasized. And as a matter of fact, I do have received letters from colleagues from England, Belgium, and Spain that would like to visit and to come and to somehow collaborate to the program. And as far as the Italian side is concerned, I can say that in 2 months that the institute has been operating, already 10 scientists, visitors from Italy have been coming here, paid by INFN. And actually, I can also say that 4 days ago, the National Committee of the Theory Group of the International Institute for Nuclear Research in Italy has discussed
the possibility to join and to have an agreement with ESI, and they have strongly recommended the president to try to have an agreement as soon as possible. So now the only problem is simply related to what is and how to handle the administrative situation, because we would like somehow the money to be administered from here. And they have to, so those who are really involved in the administration should try to understand how this can be done. And so it seems to me that this institution will definitely be an important reference point in all Europe, and also the United States. And perhaps with a little more effort on the side of the Austrian government, I think this will really shape the future of the mathematical physics in Europe. Thank you. Mr. Chancellor, Professor Keating, ladies and gentlemen, the Schrödinger Institute is coming into existence in a very critical moment for East European science. Paradoxically, the newly acquired political freedom, which was dreamed for decades by the intelligentsia in our part of the world, which came along with the free market, transition to free market economy, turned out to put in danger the very existence of fundamental science in Eastern Europe. It's a few oases of scientific achievements are in the process of disintegrating. I mean, the convertible scientists, so to speak, just because they are convertible, are escaping the hardships, the local hardships and uncertainty by finding jobs in the West. Now, trying to, say, create new scientific directions in a country which is near bankrupt economically is certainly not a good thing to do. It's both expensive and inefficient. By contrast, supporting established scientific groups in Eastern Europe by giving an opportunity to members of such groups who have already proven that they can give something to science, by giving them opportunity to work part-time in an institution like the Schrödinger Institute, should be and indeed is beneficial for both sides from the outset. Well, it will give hope to make survive the scientifically sound groups in Eastern Europe, not just those which are strong in lobbying or under their administration. It is very important from this point of view to keep the possibility to contact, to correspond with individual scientists and scientific groups, not with anonymous East European bureaucracies. Because this is the only guarantee that actually the good scientific group will profit from the new possibilities of collaboration. Well, now we are in the middle
of the first working semester of the Schrödinger Institute, leading mathematicians and theoretical physicists from East and West have come here. They are communicating, working together. I think it's an excellent start, and I hope it will be going upwards. So thank you very much. Sehr geehrte junge Frau, sehr geehrte Repräsentierin, meine Lizenz, dear members of the International Advisory Board, meine Damen und Herren. Zunächst einmal möchte ich allen sehr herzlich danken, die zum Zustandekommen dieses Institutes beigetragen haben. Herr Professor Thiering hat ja schon alle erwähnt, sich selbst nicht. Ich möchte Ihnen, Herr Professor, für Ihr Engagement und Ihre Tätigkeit hier sehr herzlich danken, da wir offensichtlich einen Beitrag zur Geschichtsschreibung in irgendeiner Form leisten, soll vermerkt werden, dass, glaube ich, Ihre Qualität als Wissenschaftler mit einer, wenn nicht der Kristallisationspunkt für dieses Institut letztlich auch ist. Ich glaube, ohne Sie wären wir nicht in der Lage, diese Idee zu realisieren von der wissenschaftlichen Seite. Ich möchte auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sehr herzlich danken, allen voran Dr. Reiter, der wirklich in zähen Gefechten auch mit mir die Idee dieses Institutes vertreten hat. Und gäbe es so etwas noch, eine Art innenministerielle Marie-Theresien-Dekoration verdiente, weil er in rigoröser und riskanter Weise die Ideen des Institutes vertreten hat, und ich hoffe für Sie und für uns, dass Sie sich freuen und das Bemühen und den Auseinandersetzungen das entsprechende Äquivalent geben. Ich möchte die Gratulierung dazu und anerkenne das, weil das eigentlich einen guten Beamten auszeichnet, von einer Idee überzeugt zu sein und zu versuchen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Mein Dank gilt auch dem Sektionschef Rosenitsch, der es in gleicher Weise sozusagen dann schon mehr von der Schirmherrschaft her getan hat. Wenn von Oral History die Rede ist, muss ich meinen Beitrag seitens der Bundesregierung leisten, unter welchen Auspizien das Ministerium dieses Institut gesehen hat. Wir wissen, dass wir in Österreich aus einer Reihe von Gründen, die den Rahmen sprengen würden, eigentlich recht schwach in der Landschaft internationaler wissenschaftlicher Einrichtungen vertreten sind. Das mag viele Gründe haben, darüber kann man philosophieren, oder später wird eine Wissenschaftsgeschichte einmal versuchen, das aufzuklären. In Kompensation dazu hat sich die Bundesregierung in ihrem jetzt laufenden Arbeitsübereinkommen vorgenommen, hier etwas zu tun. Das läuft in der Regierungserklärung unter dem sehr eindrucksvollen Begriff Großforschungseinrichtung, nimmt natürlich an anderen Dingen selber was. Aber diese Vorstellung einer Internationalisierung der österreichischen Wissenschaft auch dadurch zu fördern, liegt dem zugrunde. Ich bin sehr dankbar seitens des Ressorts und der gesamten Bundesregierung, dass sich aus der Konstellation von Personen, von politischen Zuständen die Möglichkeit ergeben hat, im Rahmen der Projekte, die wir betreiben, eigentlich in der Realisierung mit dem Erwin-Schrödinger-Institut, wenngleich der Begriff Großforschungsinstitut hier vielleicht irreführend ist, einen ersten konkreten Beitrag hier etablieren zu können. Das ist wirklich mit Dankbarkeit zu verzeichnen, weil wir hier, meine ich auch, und das geht über die Frage der österreichischen Wissenschaftslandschaft hinaus, in einer Konstellation, die von Ihnen und von Ihnen, Herr Professor, schon gesagt wurde, eine ganz konkrete Antwort auf dem Gebiet der Wissenschaft gefunden haben, um aus einer Situation, die sich in Europa, die sich aus der Öffnung des Ostens ergibt, eine Konsequenz zu ziehen. Und nicht nur zu sagen, es gehörten Marshallpläne her und alle möglichen Forderungen, sondern ganz praktisch und konkret auf einem abgesteckten Feld etwas zu tun. Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass neben der Stadt der großtrabenden Erklärungen und Beschlüsse von G7 bis G24 und ähnliches mehr, ist vielmehr das Netzwerk der Taten ist und der konkreten Ereignisse, die wir helfen,
die die wirklichen Signale darstellen. Ich sage sehr kritisch, dass Sie mit all großen Erklärungen etwa der Atari-Bank wahrscheinlich viel weniger bewirken können als mit dem auch seitens der österreichischen Universitäten ausgezeichnet vorgenommenen Netzwerk, das sich hier in Mitteleuropa und in Osteuropa entwickelt hat. Das ist ein sicher kleiner Beitrag eines kleinen Landes, aber wir haben wenigstens unsere Aufgabe hier wahrgenommen. Und dass Sie das einer Bundesregierung ermöglichen, ist Ihnen zu danken und ist allen international Mittätigen zu verdanken, weil es ja letztlich auch in der gegebenen Situation eine moralische Frage ist. Dass damit eines der Großen unseres Landes gedacht wird, der in der Geschichte dieses 20. Jahrhunderts hier nicht in allem eine sehr glückliche für Österreich gewesen ist, mit verwoben ist in seinem persönlichen Schicksal, ist, glaube ich, eine Freude näher. Dass wir uns nicht nur das Recht herausnehmen, ihn auf einer Banknote abzubilden, sondern in Wirklichkeit auch der wissenschaftlichen Leistung und dem, was Österreich auch damit Gutes geschehen ist, hier in Ehren und daran erinnern und auch dazu an einem solchen geeigneten Ort ist eine weitere Fügung. Persönlich ist es für mich eine sehr große Freude. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen und habe Erwin Schrödinger in seiner letzten Zeit quasi von Weitem gesehen, auch mit einem persönlichen Berührungspunkt. Wir sind als Matura-Klasse auf die Idee gekommen, uns weniger den heiteren und halbheiteren Formen der Matura-Zeitung zu widmen, sondern aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, die wir als Große unserer Zeit in Österreich verstanden haben, und das ist rückblickend interessant, wen wir als solchen verstanden haben, zu fragen, was sie uns mit auf den Weg geben. Diese Matura-Zeitung hat den bildungsbürgerlichen Titel getragen, Ho via Fert. Ich war Klassensprecher, also damals schon politisch tätig und hatte sie auch zu realisieren. Und einer, den wir gefragt haben, war Erwin Schrödinger. In deinem glücklichen Besitz. Er war krank, in einem entzückenden Brief, wir damals geschrieben. Er hat uns stattdessen ein Gedicht gewidmet, Upanishad, dem indischen sehr verbunden, offensichtlich, ich hoffe es jedenfalls von ihm, geschrieben auf der Maschine. Es würde die Art und Weise des Maschinenschreibens dafür sprechen. Man kann das sagen, in Hinkunft wird der Computer nicht mehr solche Zeugnisse ermöglichen, auch mit den Fehlern, die beim Maschinenschreiben hier passiert sind. Ich halte dieses Stück sehr, sehr in Ehren und hoffe, dass die österreichische Nationalbibliothek nie auf die Idee kommt, es mir aufzufordern. Weil ich mich persönlich damit einiges verbinde. Du wirst diese Matura-Zeitung dann hierher bringen. Es ist für ein zweites Mal eine Möglichkeit, dessen zu gedenken, denn unten ist auch eine Tafel, die das Vizebürgermeister von Wien damals eröffnen und anbringen dürfte, in Initiative des Bezirks. Und ich habe Erwin Schrödinger dann auch als ein Mittelschüler und als Student in Altbach erlebt, weil meine persönliche Geschichte nach Altbach führt und ich als Nicht-Teilnehmer der Hochschulen wohl auch die herausragenden Personen gesehen habe, und wenn ich dort an dem Haus, wo er damals gelebt hat, vorübergehend denke ich dessen immer noch. Sie verzeihen mir diese gewisse persönliche Sentimentalität, umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Erwin-Schrödinger-Institut hier in der Pasteurgasse an dieser Stelle ist, weil so eine Koinzidenz von Orten, ein Zusammenfallen von Orten schon an sich etwas Schönes ist. Beneide Herr Mitter von Todorer, der dafür ganz andere Worte gefunden hätte, dass gerade im Gewebe dieser Stadt an dieser Stelle ein solches wissenschaftliches Institut hier Platz hat. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg, nur eigens Interesse, quasi wir müssen ja nach außen auch verantworten, wofür Geld des Steuerzahlers hingegeben wird. Ich bin aber überzeugt, dass er sich einstellen wird. Ich weiß um die Verantwortung des Ministeriums, möchte aber auch gleichzeitig bemerken, dass wir uns natürlich die Internationalität nicht nur hinsichtlich der Teilnehmer vorgestellt haben, sondern auch hinsichtlich derer, die sich an der Finanzierung in Hinkunft beteiligen. Das ist ja auch der Charakter solcher Einrichtungen, also in dem Sinne nicht unbillig, verbunden ein wenig mit der Bitte, dass Sie im guten Namen in Ihren Ländern und die Ergebnisse des Institutes von sich aus in Ländern Europas und außerhalb Europas dafür werben, daran teilzunehmen, an der prinzipiellen Verantwortung Österreichs
ist hier sicher nicht zu zweifeln, aber alle Möglichkeiten sind leichter und auch alle Einbindungen sind stärker, wenn dies so geschieht. So ist das, glaube ich, im Wissenschaftsgeschehen dieses Landes und dieser Stadt heute ein sehr, sehr schöner Augenblick, den wir hier begeben. Ladies and gentlemen, especially to all members of the Advisory Committee of the Erwin Schrödinger Institute, many thanks to you for your participation, for being prepared to think with the Institute, to work with the Institute, to take part in this development. Let me say it's very important for my country, because it's one step more in the direction of international responsibility, one step more for Europeization and internationalization under the special conditions of the opening, of the downfall of the Iron Curtain, of the problems of brain drain in Central European and East European countries, with which we have to cope, because I think it makes no sense that brain is going out of these countries, especially in the moment where brain is needed to establish a stable order. Stable not only in a political sense, but also stable, I think, from science and research, and stable from the side of the university situation. I think this is even more important than political stability. Then in the countries of Central and East Europe, you had a certain kind of political stability. But I think there's a certain kind of political behavior and manner. And I understand, on the one hand, that brain is saying to itself, let's go if it is now possible. But on the other hand, I think thinking to the country and to the youth, we have to invite to stay. And I think this institute shall be a contribution from Austria, and I hope also from other countries, for this staying by going and going back and return and being in a very good exchange, not only on the level of scientific discussion, but also of the political development within Europe. Therefore, I may say also an invitation not only to take part on the scientific life of the Institute, but also a little bit sharing the responsibility that the Institute can rise up and can increase in its importance and also in its financial possibilities. To say it very frankly, I understand you that you say it should be a special Austrian contribution. I'm open to all contributions from all over the world for this institute, because I think it's one of the symbols of science and especially of mathematics and physics, not being national, but being international. Under this aspect of international responsibility, may I say, on behalf of the Austrian federal government, all the best for the future of these institutes and all the best for all who are working here and coming together here in a special manner, which must be the manner of the freedom of the spirit for science and research, and not only for this part of thinking, but for the whole human mankind. Thank you very much. Worte. Meine Damen und Herren, ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Es gibt eine gewisse Erfrischung, die Sie im Nebenzimmer sehen, und ich möchte Sie auch einladen, das Institut zu besichtigen. Sie wissen, das heißt, es gibt eigentlich noch einen dritten Teil. Wer will, kann das auch anschauen, das heißt doch höher, aber es ist hier und im Nebenhaus direkt begehbar. Also sind die Räume des Instituts. Grazie.
Thank you.